Herzlichen lieben Grüß an alle. Ich nenne mich gerne Waldoma Jeli. Ich bin vor 50 Jahren als Frau geboren worden, als Großstadtkind aufgewachsen und habe immer von Leben im Wald geträumt. Ich habe meine Träume verwirklicht. Jetzt begleite ich Menschen zu ihren schwierigen Zeiten, in Krisensituationen, damit sie wieder träumen können, dass sie in eine Kraft kommen, diese Träume zu erreichen. Ich bin sehr froh, bei dem Kongress dabei zu sein und wünsche euch allen viel Spaß. Herzlich willkommen zum Online-Kongress Liebe und Souveränität, die Säulen der Menschlichkeit. Mein Gast heute ist Jelena. Ich freue mich total, dass du bei mir bist. Jelena ist geboren in St. Petersburg und lebt jetzt in Deutschland. Sie begleitet Familien und ich möchte mit ihr über Tipps, ja, und Impulse sprechen, die Menschen mitnehmen können, damit es in stürmischen Zeiten wie denen, in denen wir uns befinden, einfach leichter wird. Ja, du bist Wegbegleiterin für Menschen, du bist in Familien, ja, und hilfst Familiensystemen, gesund zu werden, sage ich mal. Ja, zusammen. Das ist für uns alle Entwicklung, weil auch die Familien, die auf mich zukommen, irgendwie spiegeln auch meine Themen. Deswegen, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und es ist richtig herzlich und mit Liebe und Ehrlichkeit zueinander. Das ist der Weg. Ich habe gemerkt, dass in vielen diesen Situationen Leute denken, sie sind ehrlich, aber nach außen, für sich selber, vergessen sie, ehrlich zu sein. Mhm. Und da liegt wahrscheinlich auch diese Souveränität-Thematik. Genau. Mhm. Nicht unbedingt, wer ich bin, zu finden, das ist auch wichtig, das immer zu untersuchen, aber Wie beleuchtest du denn Souveränität für dich jetzt aus? Ja, für mich ist es ehrlich zu mir selber sein und liebevoll beide Seiten zu akzeptieren. Wie gesagt, es gibt auch dunkle und helle. In slawischen Region wird das weiße Wolf und schwarze Wolf genannt. Mhm. In welchem fütterst du mehr? Und hier stelle ich nur die Frage, warum? Und die beide dürfen da sein, beide sind meine Teile. Und genau, dass ich das nicht ablehne, sondern erkenne, herausfinde, neugierig, warum und was, und vielleicht verwandle. Also ist der Weg für dich, den du zum Thema Souveränität beschreitest, der innere Weg? In Ausgleich, innere und äußere zu bringen. Genau. Äußere Weg, beides. Es ist Bewegung. Eigentlich Souveränität ist nicht an irgendwelchen Glaubenssätzen hart zu bleiben und im Stau, sondern bewegen, wachsen, nichts ablehnen, alles was es ist, gut so wie es ist. Es hat immer Informationen, Gründe, warum es so ist, an diese Informationen zu kommen. Mhm. Genau, das. Weil, das ist interessant, man kann sehr viele Informationen schicken, aber wie kommen sie dann an und so weiter, das weiß ich nicht. Und gleichzeitig, es geht darum, wie ich die Informationen empfange, wie weit bin ich in dieser Entwicklung, erwachsen zu sein. Jetzt würden ja viele sagen, Souveränität dreht sich ja eher um Rechtsstaatlichkeit und um Regelwerk und wie viel darf ich oder nicht. Ja. Und das ist dann ja alles sehr im Außen. Ja, ich würde aber sagen, das fängt bei sich, bei kleinen Zellen wir an. Mhm. Dann ist eine große Zelle, eine Familie souverän zu leben, mit allen positiven und negativen Seiten. Und dann Land, ja, dann kommen diese Worte Freiheit, von was will ich frei sein, kann ich fragen. Oder Freiheit ohne Willen bringt auch nichts.
wenn ich frei bin, aber wie gesagt, will nichts verändern. Oder andersrum, Willen haben, etwas zu verändern und unfrei sein. Das hängen zusammen Sachen und kommt aus uns zu erkennen, meine Ziele zu erkennen. Möglicherweise Ziele, die schon mein Stamm mitgebracht hat, die ich weiterverfolge. Genau. Und was würdest du sagen, wie können wir, wenn wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen global gucken, oder also aus uns raus in die Welt schauen, in Gemeinden, in das, was gerade in der Welt passiert, was wären da Impulse für dich zu sagen, wo glaubst du, dass man heilen könnte oder wie kann es am besten heilen? Interessant, früher waren solche Artellen, Frauenartellen und Männerartellen. Da haben die Frauen voneinander gelernt, Männer miteinander auch. Oder das ist jetzt zum Beispiel nicht mehr so existiert, und das nicht so gepflegt wird. Mhm. Weil ja, manche sagen, ich komme mit Frauen nicht klar, Frauen, dann würde ich sagen, wie ist die Beziehung mit deiner Mutter? Weil wir sind alle Schwestern. Mhm. Auch Mutter ist eine große Schwester, wird jeder Psychologe jetzt weggucken. Aber da, wo ich herkomme, ist so. Und ohne Hierarchie. Und ich denke, da vielleicht dass wir alle auf gleiche Augenhöhe miteinander umgehen und nicht, dass jemand für deine Sachen verantwortlich ist. Wenn du zu deiner Mutter gehst und sagst, mein Mann macht das und das und erzählst, wie unzufrieden du mit ihm bist, dann sagt deine Mutter, trink mal Käffchen und geh wieder nach Hause. Du hast ihn selber ausgesucht. Mhm. So, das ist eine schöne Handlung, wo sie volle Vertrauen in deine eigene Macht hat und das dir nicht wegnimmt, sondern bei dir lässt. Mhm. Souverän. Souverän. Also würdest du schon auch sagen, weil einige mit Argumenten kommen wie, ja, wozu all jetzt diese Videos beispielsweise, ja, wo diese Gespräche, die wir jetzt auch führen, geführt werden, ja. Wie können wir unser Land jetzt heil kriegen? Wie können wir als Land in Souveränität kommen? Ich schließe doch rück darauf, dass es um das Innen nach außen geht. Ja. Und Vielfalt der Perspektiven auch angesehen werden. Wenn wir jetzt sprechen, manche sind geimpft, andere nicht und so weiter, dass wir einander nicht ablehnen. Das passiert doch in allen Familien schon, dass manche denken so und so. Dass wir das alles lernen zu akzeptieren. Das sind, wie gesagt, diese beiden Wölfe und sie gehören beide zu uns, mhm. Weiß und Schwarz. Genauso nicht nur in mir selber, auch in meiner Familie. Die anderen denken, heißt nicht, dass sie blöd sind oder nicht entwickelt, nicht wach, whatever. Sie sind einfach, sie denken anders. Das ist das Schöne, die Vielfalt. Mhm. Und wie können wir uns nicht trennen, sondern zusammenfinden? Wie können wir uns unterstützen? Kommt aus dem Gespräch. So, lass uns ins Gespräch kommen. Wie kann ich deine Angst wegnehmen? Was kann ich dafür tun? Aber da, wo meine Freiheit endet, fängt deine an. Dass wir das auch nicht vergessen und andersrum. Mhm. Dass wir Freiheiten des anderen nicht überschreiten. Hast du für dich Grenzen, wo du sagst, da möchte ich noch souveräner werden? Also da möchte ich noch weiter wachsen. Ja, das ist in allen Richtungen. Das, was wächst, geht nicht ein. Und wie schaust du dann für dich? Wie gehst du damit um, zu sagen, so, da möchte ich weiter wachsen, da möchte ich mich entwickeln? Mir geht es nur darum, auch dem Zuschauer ja. Ein paar deiner Handwerkszeuge mitzugeben. Das ist ja einfach deine Perspektive, genau. Die du jetzt schenkst. Das ist so Charakter. Was ist Charakter? Das sind eigentlich gelernte Aufgaben. Wir kriegen Aufgaben aus unserer Ahnenwelt, unsere Seele entscheidet sich, was sie alles hier vorhat und so weiter. Und da, wo wir nicht lernen wollen, kriegen wir Widerstand oder Schmerz sogar, Krankheiten. So, ich möchte offen sein für alles und alles lernen
Und auch wenn ich Angst habe, da mich nicht dafür schämen, sondern ich darf auch Angst haben, ja. Nicht Angst haben, von Angst zu haben. Ja, es ist ja diese Spirale, denn das, was gerade regiert, ist ja die Angst. Genau, wenn ich mich selber akzeptieren kann, dann werde ich auch die anderen akzeptieren. So, wenn ich viel Unakzeptanz von jemandem bekomme, dann wünsche ich ihm, dass er sich selber mehr lieb hat. Ja. Da wäre dann ja auch der Rückschluss zur Liebe, wie viel Souveränität letztendlich auch mit Liebe zu tun hat, ja? Ja. Wie reflektierst du das? Also wie betrachtest du das? Genau diese Ehrlichkeit zu sich selbst und alles, was ich bin, ja, zu lieben. Wie Kinder oft sagen, ich habe falsche Nase oder noch sowas. Das ist Wachstumsschritte. Und ja, irgendwann sagen sie das nicht mehr. Lieben sich so, wie sie sind. Wo glaubst du, fehlt jetzt am meisten Liebe? Ich denke, das ist die Verbindung zwischen unserem Denken und Fühlen, dass sie manchmal gestört ist in unseren Herzen, dass es die Herzen zu sind. Ich erlebe das selber auch oft, dass mein Herz zu ist. Wieder Angstzustände oder dass man zweifelt, aber Zweifel, wenn man das so überlegt, das ist auch so ein Wort selber, Zweifel, ich brauche noch eine Meinung vielleicht, um sicher zu werden. So, deswegen bin ich hier bei Gespräch von anderen lernen, in Gespräch zu kommen, beobachten, staunen, dann in Leichtigkeit gehen, nicht so ernst sich nehmen. Hätte ich mich so ernst genommen wie vor ein paar Tagen, würde ich nicht hier sitzen. Jetzt bist du ja im Speziellen sehr den Frauen oder der Arbeit mit Frauen zugewandt. Du sagst, die Frauen sind ein Schlüssel zur Heilung. Auch. Auch zur Souveränität? Unter anderem, genau. Das ist jedenfalls in meiner Sicht, wenn Frau in ihr Strom der weiblichen Energie ist, kann sie viel mehr Liebe entfalten. Frau ist die Liebe. Und diese Schwingung in der Welt geben, dann haben wir auch Frieden in der Welt. So, je mehr glückliche, liebevolle Frauen wir haben und nicht ausgebaut und durch ja, diese Leistung-Gesellschaft. Ja, je harmonischer wird es dann, ne? Genau. Ja. Vielleicht haben wir noch diese Nachkriegssachen, dass Frauen viel aufgehoben haben. Da können wir diese Schmerzen loslassen, dass wir aus dem Schmerzhaus rausgehen und versuchen, uns einen kreativen Glückspalast bauen. Das ist viel schöner. Ja. In den gleichen Instrumenten eigentlich. Jetzt gehst du ja auch viel über den Körper, denn die Arbeit, die du machst, als ich habe immer gesagt Zauberfee, ist so, dass du über Akupunktur und andere Techniken den Menschen in ihre Kraft erstmal wieder hilfst. Ja, das ist ein bisschen so, wie sie können das sehen und vielleicht auch sogar fühlen, bevor sie wirklich selber an ihre Macht glauben. Und unter anderem versuche ich immer wieder solche Sachen sagen, arbeite mit deiner Jiva, sie ist hier Lebenskraft. In China heißt es Qi, Lebenskraft. Und wie man das spielerisch wieder, je leichter wir sind, je offener wir sind, je leichter ist auch unsere Jiva. Und sie kann man, wie gesagt, sie wird nicht nach Befehl irgendwo hingehen, sondern spielerisch, tanzerisch hinbewegt und um sich herum heilen, so wie dann ein Balsam, da brauche ich keine sozusagen Medizin. Ja, jetzt ist dann aber vielleicht die nächste Frage, wenn du doch bei den Menschen so bist, schaffen sie es dann trotzdem in ihre eigene Souveränität oder schafft das sowas? Es macht manchmal am Anfang Abhängigkeiten, genau. Aber mit der Zeit, ich habe Zeit. Und mit so einer Anstellung komme ich auch da rein, dass ich nicht auf die Zeit komme
und mache das bedingungslos. So, das Wert ist dann nicht das Geld, sondern der Wert, wie dankbar sie sind, wie, welche Fortschritte wir alle zusammen machen. Es entwickelt sich, es passiert ein Wunder, was man nicht in Geld umsetzen kann. Ja. Und glaubst du, dass du von der Energie, die du da gibst, dass es auch ein Rezept geben würde für eine Gemeinschaft oder also jetzt außerhalb der Familie eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, vielleicht so ein, sogar ein ganzes Land? Ja, wenn wir das nicht uns vorstellen können, wäre das auch nichts. Deswegen fangen an, diese Bilder zu malen, sich das vorzustellen. Und Gedankenbilder sind stark. Ja. Denn Souveränität für den Einzelnen ist wichtig, aber wie wir es ja gerade merken, ehe wir uns versehen, landen wir in einem System, in dem wir nicht mehr unsere Meinung frei äußern können. Ja, ja, weil viele denken das, sie können sich das anders nicht vorstellen. So wie gesagt, wenn mehr Leute sich diese andere Bilder malen, an der Vorstellung von, wie du gerade in Frage gestellt hast, also mich gefragt hast, ob ich das mir vorstellen kann, Gemeinde. Ja, ich übe das auch immer wieder, das mir vorzustellen, damit das auch funktioniert. Und wenn wir zu gleicher Zeit mehrere Leute das machen, dann funktioniert irgendwann, funkt's. Dann funkt's, genau. Das Thema Liebe, bedingungslose Liebe. Oh, das ist so schön. Ich habe jetzt ein Enkelkind. Wenn ich den auf den Schoß habe und seine Freude, jeder, der ankommt, begrüßt er mit so einer bedingungslosen Liebe, da kann man das lernen. Das hast du auf den Schoß eigentlich so, ganze Zukunft und ganze Vergangenheit. Und das lächelt dich so an. Du bist auch hier auf dieser Welt. Es ist doch toll. Ja, das ist, was ich jetzt als Beispiel oder Vorstellung für mich, was bedingungslose Liebe ist. Mhm. Ja. Warum ist das so verloren gegangen, wenn man so reinspürt zu den Menschen? Ja, weil etwas soll und viele Vorstellungen oder viele Sicherheiten brauchen. Eigentlich da, wo wir loslassen und sagen, okay, in diesem Moment geht es mir gut, in diesem Moment brauche ich keine Sicherheit. Da, wo wir uns an Sicherheit haften, sind wir in Zukunft. Und wenn wir in Zukunft und nicht in Jetzt sind, dann leben wir nicht. Mhm. So, das ist dieses Spiel, wenn wir Sicherheit loslassen und aus Zukunft uns in diesem Moment versetzen, dann passiert auch diese, da kann man auch wahrscheinlich an diese bedingungslose Liebe kommen, weil an dem Moment ist alles, ja, ist doch der Moment, schön, jetzt mit dir zu sitzen. Und würdest du, also klar, bedingungslose Liebe ist ja so das, der Oberbegriff, oder? Also das ist das zentrale Thema. Und dann gibt es ja Liebe von Mutter zum Kind und partnerschaftlich und zu Freunden. Und diese Säulen scheinen ja auch alle zu kranken. So, wo man sich umhört, rechts und links, die Menschen sind gerade den letzten anderthalb Jahren auch wirklich schweren Prüfungen ausgesetzt worden. Was glaubst du, was es braucht auch für die? Ich denke auch, diese Prüfung ist die Liebe. Die Liebe ist nicht unbedingt ist immer leicht. Sie ist auch schwer, sie tut auch manchmal weh. Es sind alle verschiedene Facetten von der Liebe. Mhm. So, wir sind momentan der schmerzhafte Teil und in Zukunft werden wir alle wahrscheinlich, wir müssen beide Seiten auch lernen. Man muss erst sehr, sehr unfrei sein und Freiheit zu schätzen zu können. Das gleiche auch hier wahrscheinlich. Die Liebe, auch schmerzhafte Teile der Liebe zu erkennen und trotzdem unser Herz nicht zu verschließen. Wir versuchen da bei allem Schmerz immer noch Hoffnung zu bewahren, versuchen das aufzumachen. Aber es dauert manchmal auch lange, vielleicht auch nicht ein Leben, trotzdem die Hoffnung nicht verlieren. Wenn du sagst, nicht ein Leben, dann würde ich direkt auch an Ahnen denken und an ganze Generationen einfach.
Ja. Glaubst du, es ist was verloren gegangen? Nein, ich denke, wir sammeln nur. Wir sammeln mehr und mehr Erfahrung. Und das, wie gesagt, gucken alle möglichen Richtungen und Perspektiven. Und das ist alles zusammen für mich die bedingungslose Liebe. Was braucht das Kollektiv? Das Verstehen, ins Gespräch zu kommen und Zeit sich nehmen, weil die Zeit ist unendlich da. Und raus auch aus diesem Hamsterrad und dem, das, was man das klassische Leben nennt oder was man kennt aus Zeitung Ja. und Medien. Ich meine, du lebst auch anders. Ja, so wie ich lebe, es ist nicht unbedingt das für den anderen so ungefährlich ist wie für mich. Ich habe das so mir vorgestellt, vorbereitet. Märchen, selbst Märchen schreiben, deine eigene Märchen schreiben oder von deiner Beziehungsmärchen schreiben. Das ist, wo wir unsere Wünsche reinlegen. Und wo wir Wünsche reinlegen, haben wir auch danach auch möglicherweise Ziele. Und wenn wir diese Schritte gehen, dann haben wir Vorstellungen, können diese Bilder malen. Ja, schreib mal einfach ein Märchen. Und du bist schon eine Oma und du bist trotzdem meine Zauberfee und so spielerisch unterwegs und machst dadurch deine Entwicklung für dich, kommst in deine Liebe, lebst deine Souveränität und wieder andere würden vielleicht sagen, was? Die ist doch schon so alt, wie kann sie denn so reden? Aber es ist deine Lösung, auch für das Thema, was wir haben, einfach diese spielerische Leichtigkeit In zu haben, ja? meinem Märchen habe ich viele schöne Erfahrungen gemacht und jetzt fange ich erst an, auch frech zu sein. Ja, so richtig zu leben, weil ich nicht mehr so viel Angst habe. Manche Erfahrungen waren so, die mir was beigebracht haben. Ja, und einfach, ja, Leichtigkeit, das ist so ein leichtes Wort. Es ist nicht immer leicht. Aber genau deswegen kann ich dann in leichten Momente mich wieder finden und das schätzen, ja, dass mir ja man sagt, dieses Schmerzhaus zu verlassen, auch wenn ich das noch nicht verlassen will. Manchmal ist es ein Vertrauen gegenüber dir zum Beispiel, wenn ich mich schlecht benehme, so nach irgendwelchen Rahmen, aber gegenüber dich darf ich das zum Beispiel und ja, Vertrauen. Ich entscheide mich zu vertrauen, dass ich mich ja auch hier vor der Kamera sitze und irgendwas so lange labere. Und du vertraust damit dem Leben und dir selbst. Ja. Ich erlebe tolle Erfahrungen jetzt und werde das noch weiter für mich selber untersuchen und ja, lerne mich selber kennen mehr dadurch und kann das weitergeben vielleicht. Und das, ja, das Auch ist hilfreich. dieser Mut, auch Demut, da zum Beispiel habe ich selber noch in Demut zu lernen. Übung vor mir, definitiv. Ja, viele schöne Worte und sehr inspirierend für mich mit dem Geschichtenschreiben nochmal. Nicht Geschichten, Märchen. Märchen, ja, ich habe ja, hab angefangen sogar schon. Ja, es muss wirklich Wunder sein. Das muss ein Märchen sein. Alle Wünsche, die wir haben, und die unsere Wünsche sind, nicht die uns vielleicht oder Ziele von außen gedruckt werden. Genau, such nach deinen Wünschen. So würde ich es stehen lassen für heute, für hier. Also, liebe Zuschauer, jetzt mal alle loslegen, Märchen schreiben. Und hoffentlich ein paar schöne Impulse mitgenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir Danke. und ein Lächeln für die Zuschauer.